Hi Leute und willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles. Wir möchten uns auf den Weg machen, um das Lager von dem kleinen Julio zu finden. Also setzen wir ihn dann wieder ab und ja, vielleicht trainieren wir noch mal ein bisschen auf dem Weg dahin. Muss ja auch sein. Irgendwie sieht das hier ein bisschen künstlich aus, ne? Diese Überführung übers Wasser. Ich weiß nicht. Finde ich so. So, ich soll dahin. Wir fahren einfach mal gelbe Linie. Na, guck mal hier. Ja, ich nehme auch nochmal mit. Und hepp. Okay. Ah, kaum Erfahrung. Hier nehme ich auch nochmal mit. Jawohl. So. Ach so, und die Viecher. So ist ein Stein. Ich dachte, das wäre ein schlafender Wolf. Und da sind die Säulen. Der Questmarker führt uns direkt schon zum Lager. Mhm. Da sind die Säulen, dann hier zum Wald hieß es und dann... Ah ne, von da aus, ne? Zum Wald. Säule zum Wald und dann irgendwie darüber und ach, wir folgen einfach der Questmarkierung. Das ist der direkteste Weg. Wow, was? Hä? Items für zukünftige Missionen sammeln. Okay. Wenn du eine Schatztruhe öffnest oder ein Sammelitem findest, informiert dich bisweilen eine Vision darüber, dass du das Item für eine zukünftige Mission benötigen wirst. Items, die in zukünftigen Missionen gebraucht werden, sollten nicht verkauft werden. Ja, und woran erkenne ich das, dass das zukünftig ist? Ah, mit dem Ausrufezeichen oder was? Ein Ausrufezeichen markiert Items für zukünftige Missionen. Ah, nice. Das wäre der dritte Mottenkriecher. Als Kinder haben Ryan und ich oft mit ihnen gespielt. Okay, cool. Cool, cool, cool. Dann wissen wir wenigstens schon mal, was wir... Das ist voll nice. Na komm, gehen wir direkt da rein. Ich würde noch was einsammeln, aber nee. Ernsthaft? Aber. So, hinter den Gegner an. Na, fast da. Seid echt blind, ihr kleinen Viecher. Naja, soll mich nicht stören. Okay. So, das waren die. So, er will wahrscheinlich jetzt den Zylinder mitbringen. Ist das denn ein Typ oder? Ja, ist ein Heini. Oder? Ist doch kein Gegner? Bandit oder sowas? Flüchtling, aha. Oh, hier sind noch Aufgaben. Willst du auch gerettet werden? Hallo. Noch nicht? Hey, ich soll was erzählen. Ich habe während eines Gewitters einen riesigen Schatten gesehen. Hier auf der Ebene. Er bewegte sich in Richtung See, Ragul. Das vielleicht ein Monster gewesen ist? Falls ja, haben wir nicht die geringste Chance. Könnt ihr es nicht für uns töten? Okay. Danke, dass ihr uns hilft. Ich habe noch nie ein solch großes Monster gesehen. Vielleicht viel Glück bei eurer Reise. Gut, ich kümmere mich darum. Okay, ist ja nur riesig. Hallo. Ich kann euch erneut um einen Gefallen bitten? Oh nein. Ich habe etwas in der Nähe an der Himmelsbühne zu erledigen. Leider treibt sich dort ein fieses Monster herum. So kann ich jedenfalls meine Aufgabe nicht nachkommen. Würdet ihr euch für mich um das Biest kümmern? Ja, machen wir. Ich weiß gar nicht, wie ich euch danken soll. Schon kann ich ohne Gefahr das Gemüse dort ernten.
Ja, und jetzt hast du noch zwei Aufgaben. Nicht? Sicher. Fast überwältigt. Nein. Unfähig. Einfach unfähig. So, hier. Aha. Vielen Dank. Wir gehen aber erstmal trotzdem hier nochmal weiter. Wir möchten erstmal in das Lager. So, wir sind da, hoffe ich. Nein, noch mehr Aufgaben. Ich habe das die ganze Zeit geschoben. Oh Mann. Juju! Where have you been? Juju! Don't tell me you were... I've told you 1,000 times. We're not ready to leave the camp yet. But I thought... Juju! Sorry, Sharla. That gear. You must be survivors from the Defense Force. Is Colony 6 okay? Did Gaddo make it? Hold on. What are you talking about? We've come from Colony 9. Colony 9? They saved me from some monsters. This is Ryan and Shulk. Oh, so you're not from Colony 6. Thank you for helping Juju. I'm his sister, Sharla. I told them they could rest here, with us. Did you now? Well, all right. I suppose that's only fair. Did something happen? It's Colony 6. Actually, we're heading there ourselves. Colony 6 has been... our home. It's been occupied by the Mekon. No. I'll tell you about it inside. Follow me. Blöd gelaufen, würde ich sagen. So, der Junge ist wieder raus. Hey. Hier haben wir noch eine Harmonie. Komm schon. Nö. War irgendwie wieder klar. So, wir gehen aber erstmal hier wieder ein paar Quests annehmen. Hi. Wer ist das? Oh, wir möchten eine Suche nach weiteren Überlebenden starten. Solange noch so viele Mekkern hier rumlaufen, geht das aber nicht. Könnt ihr sie für uns besiegen? Klar, wir machen einfach alle Platz. Vielen Dank. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr uns helft. Tja, so sind wir halt. Wer ist das? Ich habe noch eine Bitte an euch. Habt ihr schon einmal Trutans gesehen? Kurz nach unserer Ankunft sind sie uns noch aus dem Weg gegangen. Aber in letzter Zeit fangen sie an, Homs anzugreifen. Ich mache mir Sorgen, dass sie einen von uns erwischen. Ja, kein Ding. Auf euch kann man sich verlassen. Ihr könnt die Gefahr sicher beenden. Bestimmt. Ganz bestimmt können wir das. So. Das Quest-System gefällt mir aber eigentlich schon recht gut, muss ich sagen. Hi, stehst Wache? Hi there. Hey, wollt ihr ein Geheimnis wissen? Was? Ist ein besonderes Geheimnis, das ich nur euch erzähle. Ja, irgendeinem Fremden. Also pst, nicht verraten. Worum geht es denn genau? Raus damit. Shulk weiß immer Rat. Er kann dir garantiert helfen. Und auch Rain hat manchmal erstaunlich gute Ideen. Dann passt mal auf, ne? Es gibt eine unerschöpfliche, ups. Ätherader hier in der Nähe. Unerschöpflich? Hm? Und davon hätte ich aber schon mal gehört. Das kaufe ich dir nicht ab. Klingt zu gut, um wahr zu sein. Dann glaub's halt nicht. Ist nicht mein Problem, ne?
Wenn ich will, der hat schon. Na, wir können uns ja mal mal vorbeischauen. Kann nicht schaden. Irgendwas ist faul daran. Also was nun? Geht hier oder nicht? Entscheidet euch mal. Aha. Ihr wollt also doch gehen? Dann sperrt mal die Lausche auf. Verlasst das Lager und geht... Ah, da fehlt ein D. Aber der redet die ganze Zeit so komisch. Geht dann nach rechts an der Klippe lang. Da ist eine Höhle, da müsst ihr rein. Also viel Glück und so. Gut, ich kümmere mich mal drum. Oh Gott, das muss man auch merken. Ja, wir machen's. Wir machen das schon. Aha. Wollen wir es jetzt direkt machen? Jetzt vergesse ich das doch eh wieder. So, wo bist du? Mit der Zeit schlaucht das Leben am Lager, wenn ich ehrlich bin. Ich muss den Leuten mit meinem Essen neue Energie geben. Da fehlen mir einige Zutaten. Könnt ihr mir da aushelfen? Fast. Danke. Ich bereite schon mal alles zum Kochen vor. Seid vorsichtig. Was haben wir jetzt noch? Kennt ihr diese Schösslinge? Schösslinge? Die dem Besitzer Glück bringen. Na gut, das mit dem Glück ist nur ein Gerücht. Aber ich muss es ausprobieren. Könnt ihr mir einen bringen? Ja, haben wir direkt. Danke. Wenn wir im Lager dadurch nur ein bisschen glücklicher werden. Ich hoffe einfach, er wirkt. Vielen Dank für die Hilfe. Yay, Mission erfüllt. Das war einfach. So, und dann da unten. Ups. Autsch. So, was mit dir? Yes? Ich habe es verloren, dabei hatte ich die Verantwortung dafür. Ich hatte gemeinsam mit meinen Freunden etwas verfasst. Leider bin ich zu schwach, um es selber suchen zu gehen. Könnt ihr mir helfen? Es ist einfach ein Blatt Papier. Okay. Ich hätte es nicht an so einem windigen Tag ansehen dürfen. Es ist in Richtung Westen weggeweht worden. Ich hoffe, es ist nicht die Klippe hinuntergefallen. Hey, zur Klippe wollten wir eh. Perfekt eigentlich. Was ist das hier für ein Ding? Soll das ein Flugobjekt sein? Ein U-Boot? Ich hab keine Ahnung. Und ihr kennt es nicht. Es ist ein Ding. Einfach irgendein Ding. So. Dann gehen wir da noch nicht rein. Sondern gehen erstmal zu dieser Höhle. Ich denke, das könnte uns gut helfen. Eine schöpfliche Ätherquelle. Vielleicht kriegen wir dadurch irgendwas Cooles. Hoffe ich zumindest. So, links halten hieß es, ne? An der Klippe entlang. Was ist denn die Klippe? Soll das da die Klippe sein? Das ist ein Vorsprung eher, ne? Wir gehen ja trotzdem erstmal in die Nähe. Das sieht nicht aus wie eine Klippe. Verdammt. Die Klippe geht eigentlich nach unten. So. Aber vielleicht ist da unten ja eine Höhle. Bei dem Wasser. Wir sollten uns links halten. Aber da ist eine Klippe vielleicht. Gehen wir erstmal hier vorne und dann gehen wir da nach links hin. Kommen wir da nicht im Grunde sogar irgendwie her? So, dann gehört das hier. Oh, niemand. So, Oase. Ist hier irgendwo eine Höhle? Schade. Wir gehen einfach mal jetzt Richtung Klippe. Und hoffen, dass es hier richtig ist. Irgendwo hier seine Höhle sein. Ich hoffe zumindest, dass es jetzt hier ist. Wenn nicht, habe ich ihn irgendwie falsch verstanden. Keine Ahnung.
Da ist irgendwie was. Achso, hier sollen wir wieder die Viecher jagen. Ja, können wir ja direkt mal mitnehmen. Oh, direkt weg. Ah, guck mal. Haben wir direkt schon mal flammen die Eier. Oh, ist schon umgefallen. Perfekt. Oh, 1000 Schaden, nice. So, das sieht irgendwie aus wie eine Klippe, als wenn es da gleich runtergehen würde, aber. Was ist das da? Schöpferhasid. Versterben? Okay. So, dann ist der jetzt auch dran, oder? Ah, scheiße. Ich bin jetzt zur Seite bewegt. Okay. Zwei von denen. Hier? Keine Ahnung. Schrott. Einfach nur Schrott. Und das sieht doch aus wie eine Klippe. Eine ziemlich tiefe Klippe. Hier ist irgendwie auch keine Höhle oder sowas. Ich glaube, ich habe den Typen irgendwie falsch verstanden. Sollen doch hier rausgehen, dann links, oder nicht? Ne, mir ist gefühlt einfach gar nichts. Fantastisch. Was ist da? Kommen wir von da vielleicht? Ja, von da kamen wir. Ah. Na gut, dann weiß ich leider nicht, wo das sein soll. Schade eigentlich. Oh, jetzt kommt einer. Okay. So, einer weniger. Na komm. Toll. So, das nochmal. Und. Oh, schade. Oh, das war einfach. So. Dann. Immer noch keine Harmonie verändert. Die verändert. Sollen wir euch nicht kaputt machen? Und jetzt ein Schwert bekommen. Du hast keinen Problem, den ich eigentlich brauche. Okay.
War zwar auch ein Truthahn, aber irgendwie nicht die richtige Art. Das kann ich ja echt über die ganze Ebene. Wat? Wie? Wo geht denn jetzt her? Kann ich einfach spawnen? Einfach gespawnt sind, keine Ahnung. Das war jetzt nicht so. Naja, gut. Aber hätte ich jetzt eigentlich nicht gerechnet. So, jetzt habe ich immer noch keine Höhle gefunden. Bisschen 77, yo! Alter, die zerstören uns. Oh. Direkt mal eine Mission dafür. Nice. Muss 2000 Gold hier kriegen oder? Was ist das hier? Ah, wieder nur eben Müll. Na gut, hier ist auch nichts. Dann wenden wir aber erstmal hier. Bei dem Müll, den. Das sieht aber irgendwie. Irgendwas. Sonst werden diese Bretter ja am außen nicht so mit dazugestellt. Na egal. Wir beenden hier und gucken mal beim nächsten Mal, ob wir noch irgendwie eine Mission mitnehmen und die Höhle finden. Ob wir diese blöde Höhle finden. Okay, gut. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.